Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Round the Land. Wir sind mitten im Wolkensprung, Pierre. Was bedeutet, wir sind Richtung Sky Island und so. Und wir haben Robin neulich freigeschaltet und ich weiß nicht, ob ich sie weitermache, ob ich sie allzu sehr weiterspielen soll. Ich weiß noch nicht wirklich, was sie nützt, aber ich brauche sie schon noch ein paar Mal. Aber jetzt ist eventuell ein Bossfight. Also wir sind in Gebiet 3. Es ist ein Mini-Bossfight in manchen Gebieten. Ich glaube, es ist eventuell in dieser Arena keiner. Aber ich nehme trotzdem zur Sicherheit mal Ruffy. Robin ist viel zu schwach, die würde ja instant verlieren. Die müssen wir noch ein bisschen hochfahren, bevor die da kämpfen kann. Und wir wechseln einfach auf Robin, wenn es einen Wechselpunkt gibt. Aber es gibt auch so viele Truhen, dass ich fast glaube, dass das hier jetzt kein Dingsgebiet ist. Bossfight, Mini-Bossfight-Gebiet, sondern normales Level. Ja, okay, und sogar drin. Also ich weiß gar nicht, ob wozu man Ruffy braucht. Ui. So, jetzt waschen wir hier mal ein bisschen durch, oder? Easy peasy. Okay, hier hat einiges an Bomben und Bomben weg. Ah, oh, nur die oberen. Okay, egal. Ah! Ah, ich wollte unten rum. Oh. Wieso sind die Bomben überhaupt hier? Haben die eine Bedeutung? Bringt das was unten? Oh Gott! Unten lang zu gehen. Oh, da wäre ich beinahe runtergefallen. Weg da! Oh, das war blöd. Okay. Oh. Chillt mal. Oh Gott. Nein, ich krieg's einfach gerade nicht auf die Reihe. Okay, dann weg mit euch, ist auch egal. Wie, ihr steht noch? So. Wie, du stehst noch? Ja, ja, du mich auch, du Ziege. Okay. Das war nix. Das war alles nix. Der eine, der zermatscht wurde, ist auch instant verreckt, obwohl er einfach nur von seinem Kumpel getroffen wurde und nicht mal einen Schlag von mir abbekommen hat. Ja, okay. Dann nicht. Ich weiß nicht mal, warum ich die so sorgfältig einsammle. So, jetzt haben wir hier. Geht das vielleicht so schneller? Ah, zwei haben wir weg. Aber nur zwei. Okay, jetzt haben wir die erste Truhe. Weiter geht's. Eieiei. Ah, verdammt. Ich hatte irgendwie gehofft, ich komme da noch rechtzeitig drüber. Oh, lass mich doch in Ruhe mit den verdammten Ballons, Alter. Das ist immer nur einer. Ich meine, klar, man braucht halt die 100%, um den Bonus zu kriegen. Aber der Bonus lohnt sich ja auch kaum. Ich habe gerade eher Sorgen wegen dieser Kiste und der die ganze Zeit Möglichkeit runterzufallen. Oh wow. Oh wow, was ne. Das war ja klar. Früher oder später musste es ja noch passieren. Aber es steht Wiederbelebung, also es ist schon gut möglich, dass man da. Nein, nicht schon wieder! Ah, schon zwei Punkte verbraucht. Ah, das okay, das Level ist hart. Jetzt weiß ich, warum ich Ruffy dabei habe. Ah, lass mich durch. Oh Gott, okay. Wenigstens ist die Kiste in Sicherheit. Gut, ich bin auch ein bisschen ungeduldig, was diese Stacheln angeht. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich hier falsch springe, weil es laggt oder so. Ah, noch eine Kiste. Geil. Ja, super. Ich nehme jetzt erstmal die, weil wenn ich jetzt im unbekannten Gebiet runterfalle. Oh. Mit der Kiste, nicht ohne. Ach Gott, ist das hier gemein. Wie soll man hier. Oh, wenn das Ding da im Weg ist, ist man hier richtig. Ah! Jesus Christ. Alter, ich habe übel Schiss gerade. Okay, jetzt geht's. So, okay, Gott sei Dank, es war nicht mal so weit. Huiuiuiui. Ja, wenn man im falschen Moment getroffen wird, dann droppt man die Kiste einfach in den unendlichen Abgrund und dann kann man das vergessen, die abzugeben. Und dann muss man so oder so nochmal da rein. Gut, aber ich muss eh nochmal mit Chopper rein, das weiß ich ja. Ich hoffe, dass ich alle goldenen Kisten abgebe, by the way, weil ich dann Zorro daheim lassen könnte. Dann kann ich Sanji und Chopper und Ruffy mitnehmen und dann kann ich sowohl gut durchkommen, als auch mit Chopper die letzte Kiste holen. Uff. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich weiß nicht mehr, warum ich das getan habe. Aber ich hatte zu viel Schiss irgendwie. Okay, jetzt bin ich wieder an der Stelle, wo ich schon zweimal verreckt bin. Oh mein Gott, Alter. Lass mich doch einfach in Ruhe, ey.
Jetzt so keinen Bock auf die Stellen hier. Scheiß Pendel, Alter. So. Warum gab's da eigentlich noch keinen Checkpoint? Das ist unfair. Hep. Und hep. Ach! Ich muss da irgendwie drüber. Ho, wow, wow. Okay, alles klar, alles klar. Schnell abgeben, bevor ich drauf gehe. So, dann wechseln wir mal auf Rob hin, auch wenn das ja noch riskier ist. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Ah, verdammt. Okay. Wer jetzt erwartet. Gut, das wären 2 Truhen von 6, glaube ich. Wird aber leider nicht angezeigt. Aber wir wechseln jetzt trotzdem auf Robin. Sehr gut. Okay, weil dann können wir sie noch ein bisschen spielen hier. Ja. Ich hoffe, es bringt irgendwas, dass wir sie jetzt dabei haben. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bringen... Ach, da wäre ein Checkpoint gewesen. 2 Meter weiter. Ah, verflucht. Lass! Geh weg von den... Au! Ihr Wichser hier. Warum seid ihr so scheiß mies platziert? Weg! Oh Gott, falsche Richtung, falsche Richtung. Wieso wirfst du in die Richtung? Okay, das funktioniert. Der Hutwurf ist super praktisch. Aber das ist auch schon alles, was sie kann. Oh, es ist eine goldene Kiste, die entweder ein Fake ist oder ich kann gleich wieder auf Zorro zurücklaufen und auf Zorro switchen. Beziehungsweise eine Kiste wird es wohl geben, die sie tragen kann. Und die gebe ich dann ab und hole dann Zorro. Okay. Upsi, oh Gott, ich bin eigentlich viel zu kurz gesprungen. Oh, das war cool. Gesprungen vor allem. Okay, die sind alle ziemlich schwach. So. Wahrscheinlich kein Fake, oder? Nope. Zorro, das ist deine Aufgabe. Ich hoffe, du kriegst das hin. Oh mein Gott, ist das eine miese Stelle hier. Oh nein, oh nein, oh Gott. Heiler, zack, ich hab... Scheiß weg auf die Kiste, Alter. Mann. Oh, ich habe eine andere Kiste mit der Kiste getroffen. Sehr gut. Ja, ich muss sowieso nochmal zu... Ah, guck mal. Die kannst du auch nicht tragen, oder? Goddammit! Wozu habe ich Robin eigentlich dabei? Okay, Robin kommt ab jetzt nie mehr mit, wenn ein neues Gebiet ist, weil sie einfach keine Kisten mitnehmen kann. Selbst Nami kann mehr Kisten tragen. Und, Dings. Lysop. Oh. Ah, Gott, verdammte Scheiße. Das war schmerzhaft. Was ist das denn hier? Okay, da ist ein Dings. Aber hier ist noch ein Geheimgang irgendwie. Ich muss da unten runter. Aber ich brauche jemand anderen. Außer... Oh. So war es nicht geplant. Viel war geplant, aber nicht das. Garantiert nicht das. Moment, ich wechsle auf Zorro. Oh, Zorro, hol mal 2 Kisten für dich, damit du Ruffy wieder überholen darfst. Ruffy will ran, aber er kann die Kiste halt auch nicht hochheben. Mann. So. Eieiei, wie unfähig, Alter. Wie unfähig. Okay, aber zumindest habe ich jetzt mal die Bomben. Ach Gott, nicht schon wieder. Ach, verfickter Scheiße war das, Assi. Verarscht mich doch. Ja, alles gut, ey, Spiel. Keine Ahnung, was du für ein Problem hast, aber zack. Und wieder hoch. Und nicht runterfallen mit der Scheißkiste. Und nicht hier hitten lassen, am besten. So. Einmal. Mann. Jetzt haben wir 3. Also die Hälfte. Und Robin hat schon die 10 Mille... die 10 Mille? Ich glaube 10 Mille geknackt. Das ist gut. Ich glaube, dann kriegt sie ihre neue Kampffähigkeit an der Stelle. Oh Gott, war das knapp. Okay. Epp. Und da hinten war noch eine, ja. Ups. Ich mag das hier alles überhaupt nicht. Upp. Och Gott. Ich habe keine Ahnung, warum ich auch so komisch
riskant spiele. So, kann ich bitte auf Ruffy wechseln, weil Zorro springt mir nicht hoch genug. Und ich hoffe, das war die letzte Truhe. Wie habe ich überhaupt Zorro mitgenommen auf dem Weg? Ich hoffe, das war die letzte goldene Truhe fürs Erste. Wobei es halt auch immer mega riskant ist, mit Ruffy loszuziehen. Und dann findet man ganz am Ende eine goldene Truhe und Ruffy kann sie nicht aufheben. Und muss den ganzen Weg nochmal zurücklaufen, um Zorro zu holen, wenn man Pech hat. Ja, okay. Das ist ein Argument von mir gerade. Wir bleiben bei Zorro. Ja, ja, du bist doch schon draußen. Wenn da was schief geht, habe ich halt verkackt. Aber ich will da nicht... Am besten wäre es ja noch, wenn ich an irgendeine Stelle komme, wo ich nicht mehr zurückkomme. Und dann muss ich trotzdem Zorro wieder mitnehmen, obwohl ich mich jetzt letztens extra mit Ruffy umgebracht habe, damit Zorro die Goldruhe mitnehmen kann. Gut, nicht ausschließlich dafür, aber halt... Jetzt habe ich den Vorteil gesehen, dass ich... Ach Gott, ich wusste es. Ich wusste es. Jetzt habe ich den Vorteil gesehen, dass ich dann mit Chopper und Sanji und Ruffy hier rein kann und Zorro weglassen kann, weil ich keine Goldruhen mehr brauche. Und das ist ein riesen Vorteil an der Stelle, in diesem Level. Ich hätte auch viel lieber Sanji dabei gehabt, aber ich dachte, Robin wäre nützlich. Das war ein Fehler. Das war ein Riesenfehler. So, wieder eine Truhe. Das durfte jetzt nur noch eine sein und das ist dann die letzte. Ja. Und Zorro ist tatsächlich wieder kurz davor, Ruffy zu überholen. Während alle anderen irgendwo durch die Gegend rumdümpeln mit ihrem Kopfgeld. Also als nächster käme Sanji und dann käme Chopper. Nehme ich stark an. Und dann kommen alle anderen. So, was bringt das hier jetzt? Kriege ich was dafür? Nö, okay, schade. Alles klar, eine Kiste noch. Eine einzige Kiste. Oh, und Satori. Und gegen die wäre eben Sanji auch übel nützlich. Oder gegen den, sorry. Au, fuck. Halt! Halt! Komm runter! Halt die Klappe auf, hier rumzuquengeln. Ich treffe die nicht! Halt! Hä? Moment mal, ich treffe die tatsächlich nicht. Hä? Au! Was muss ich denn gegen die machen? Da muss es irgendeinen Trick geben. Oh! Das war lustig. Das machen wir gleich nochmal. Okay, getroffen habe ich sie. Au! Fuck's sake. Zorro darf jetzt hier nicht drauf gehen. Au! In dem Kampf. Es gibt keinen, der ihn retten kann. Au! So, jetzt reicht's mir aber ja. Blöde Kuh. Aha! Alter, nerv mich doch nicht! Habe ich sie jetzt getroffen? Ich sage immer noch, ich bin komplett verwirrt. Ich weiß auch gar nicht, wie sie es im Anime sagen, by the way. Ah, es kommt doch so ein Ding. Au. Okay, das ist nicht gut. Geh weg. Oh. Ich brauche Zorro noch. Ah, shit. Okay, das ist nicht gut. Wir haben das vierte Level ohne Zorro. Das ist überhaupt nicht gut, aber ich... Scheiße, wieso habe ich keinen Dings? Einheitsmodus eingesetzt. Oh, das Level ist grausam. Wow. Aua. Was ist das eigentlich für ein bescheuerter Gegner, Alter? Au! Also, das gibt's doch gar nicht! Okay, meine Fresse. Mann, stressig. Ja, da braucht man definitiv einen Luftkämpfer. Zorro ist ja leider ziemlich nutzlos. Er kann das Ding werfen, aber das bringt auch nicht so viel. Wenn jetzt irgendwo eine Goldtruhe kommt, bin ich gefickt, weil ich dann nochmal mit Zorro hier rein muss. Ah. Ah! Ja, genau. Das Ding brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ach komm, das hätte längst runterfallen können. Hm?
Okay. Ja, scheiße. Geld kriegen wir auch noch. Das meiste liegt dann da oben. Toll. Oh. Ich dachte, ich hätte hier was gesehen. Okay. Au. Okay, die ist zum Glück nur silbern. Oh. Toll. Das Zeug liegt da oben auf einer anderen Stufe. Was soll denn der Scheiß? Ich nehme es jetzt gar nicht erst mit. Ich kann mich mal... Ich will meine Kiste jetzt hier haben. Ich will jetzt einfach heimgehen. Toll. Ein paar Münzen hier. Wieso ist hier eigentlich noch so viel... Au! Das glaube ich jetzt nicht. Ja, hier sind so viele Möglichkeiten runterzufallen. Ich traue hier... ich traue den Ballons gerade überhaupt nicht. Ah! Okay. Ich muss gucken, dass sie mich da nicht auch so sehen in den Lock... in den Tunnelport prügeln ohne Kiste. Ah! Ah! Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Oh mein Gott! Das wäre beinahe schief gegangen. Was mache ich jetzt hier unten? Völlig wahnsinnig, ich will hier nicht sein. Das ist alles risky as fuck. Okay, die können zum Glück nicht weiter. Oh! Oh, Gott sei Dank. Weg mit dir jetzt, weg mit dir. Ich will weg aus diesem Level. Nö, du, jetzt reicht's. Ich glaube, wir machen ab diesem, in diesem Part schon Schluss und machen den Rest im nächsten Part. Das vorletzte und das letzte Gebiet. Und hoffen einfach, dass keine Goldtruhen da sind, denn sonst muss ich mit Zorro nochmal hier rein. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja, das ist eine schöne Summe. Und jetzt teilen sie es auch nur durch zwei, weil Zorro einfach tot ist. Super, ey. Super. Wenn ich jetzt Chopper hätte, würde er Zorro wiederbeleben. Aber, ja. Dann müsste ich auch nicht nochmal mit Chopper hier rein. So, was bekommt Robin denn jetzt? Okay, sie hat jetzt eine Einheitsmodus-X-Attacke, also ihre Special. Das ist sehr schön. Aber ich würde sagen, wir machen beim nächsten Part weiter und schließen dann den ersten Teil des Wolkensprung-Piers ab. Vielleicht gibt es noch gar keinen zweiten Teil, ich weiß es gar nicht. Aber wie gesagt, das war's dann für diesen Part und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.